Herzlich willkommen zu unserem Weihnachtsspezial. Heute ist Heiligabend. Das ist für mich einer der schönsten Tage im Jahr. Und es geht, glaube ich, auch vielen so. Obwohl der ursprüngliche Sinn des Weihnachtsfestes für viele nicht mehr im Vordergrund steht. Trotzdem verändert sich etwas in dieser Zeit. Man macht sich schöne Geschenke, trifft sich zu gutem Essen und ist eher bereit, sich auszusöhnen. Man geht in die Kirche, spendet auch freizügiger. Weihnachten wird offensichtlich intuitiv genutzt, um sich anders zu fühlen. Vielen Menschen, die eher das Äußere, das Materielle wahrnehmen, fehlt der Bezug zum Inneren. Begriffe wie die Entwicklung des Geistes, des Bewusstseins oder die Lebensenergie sind schwer zu greifen. Sie werden oftmals gar nicht ernst genommen, weil man sie nicht anfassen oder sehen kann. Ich habe viele Menschen untersucht, nie ist mir die Seele begegnet. So war die Begründung eines Pathologen, Gott und Religion abzulehnen. Aber es gibt vieles, was wir nicht sehen, und es gibt es. Doch die modernste Wissenschaft hilft uns dabei, nämlich wie die Quanten- oder Biophysik. Sie nähert sich Spiritualität und Religion an. Sie beweist mittlerweile für unmöglich gehaltene energetische Phänomene. Die Aura, von vielen wurde sie immer belächelt, kann man inzwischen als Biophotonstrahlung bei Menschen ebenso messen wie bei Lebensmitteln. Unsere modernsten Vorstellungen von Materie gleichen dem Wissen der Maya, dass alles aus Feldern besteht, aus verdichteter Energie. Schon Einstein bewies das. Und noch immer nicht ist es Allgemeinbildung. Man weiß, dass Meditation und Gebet die Struktur unseres Gehirns verändern. Es ist bewiesen, dass die Gedanken des Versuchsleiters, nämlich Felder, darüber bestimmen, wie sich Materie verhält. Das kleinste Materieteilchen sich gleichzeitig an zwei Orten aufhalten können, dass sie über weite Entfernungen trotzdem unerklärlich verbunden sind. Ein Japaner, Professor Emoto, bewies, dass Wasser programmierbar ist, also ein Gedächtnis hat, das auf Musik, Worte und sogar auf Gedanken reagiert. Das christliche Ritual, das Essen zu segnen, hat genau diesen Hintergrund, die Nahrung durch Gedanken energetisch aufzuwerten. Wie weit das gehen könnte, sagt die Bibel. Glaube versetzt Berge. Und schon Max Planck äußerte, es gibt keine Materie, sondern nur ein Gewebe von Energien, dem durch intelligenten Geist Form gegeben wird. Dies sind nur einige Beispiele, die zeigen, dass unsere herrschende Meinung stark überholungsbedürftig ist, dass die Lehren der Mayas und anderer alter Energiesysteme westlicher und östlicher Art Wahres enthalten. Akzeptiert man dieses Neue? Alte Wissen, macht man den ersten Schritt auf eine Entdeckungsreise, die das Leben plötzlich mit Sinn versieht. Religionen entpuppen sich als mehr oder weniger erhalten gebliebene Anleitung zur Entwicklung des Bewusstseins, zum Erlangen von Spiritualität. Dies mündet in praktischen, fühlbaren Erforschen der Frage, was ist Gott, wer, was und warum sind wir? Gibt es Wichtigeres in diesem Leben, als diesen Fragen auf den Grund zu gehen? Wir spüren dieses Verlangen zumindest einmal im Jahr, nämlich in der Weihnachtszeit und ganz besonders am heutigen Heiligabend. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes und besinnliches Weihnachtsfest. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über Ihren Daumen nach oben und natürlich auch, wenn Sie meinen Kanal abonnieren.